Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Eine große Geschichte des Propheten Elisha möchte ich Ihnen nicht verheimlichen, die sehr ausführlich erzählt wird hier in dem zweiten Buch der Könige. Und zwar auch deswegen, weil Jesus sie aufgegriffen hat. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus folgenden Satz: Viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie in Wut. Das Besondere an dieser Geschichte ist also jetzt, dass hier einer geheilt wird, der kein Israelit ist. Das ist ein sehr wichtiges Signal für Jesus gewesen, dass die Grenze zum Fremden, zum Anderen überschritten wird. Und so auch seine Jesus-Sendung über die Grenzen derer, die sich als besonders berechtigt für die Zuwendung Gottes ansehen, hinausgeht. Das macht die wütend. Aber das Motiv ist eben schon bei Elisha da und darauf bezieht sich Jesus. Und deswegen erzähle ich Ihnen mal diese schön und ausführlich erzählte Geschichte hier, ganz wunderbar. Naaman, also der Syrer, der Feldherr des Königs von Aram, das wäre das heutige Syrien, Damaskus, galt bei seinem Herrn und war angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern den Sieg verliehen. Der Mann war tapfer, aber an Aussatz erkrankt. Aussatz ist eine ganz schlimme Krankheit, weil sie ansteckend ist. Das haben wir auch schon öfters gehabt. Seit Corona wissen wir, dass Menschen, die aussätzlich sind, also die ansteckend infektiös sind, andere vor sich warnen müssen. In Corona war das Problem ja noch verschärft dadurch, dass man nicht sehen konnte, ob jemand infektiös ist oder nicht, weil ja die Infektion selbst unsichtbar war. Das hat das Problem radikalisiert. Aber beim Aussatz galt ganz klar, jemand, der aussätzlich war, muss sich zurückziehen und muss vor sich warnen. Also wenn jemand in meine Nähe kommt, muss ich sofort rufen, Aussatz, 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 komme nicht zu nah. So eine diese schreckliche Krankheit hat also dieser tapfere Generalfeldmarschall oder was immer, ein hoher Feldherr des Königs. Der Mann war tapfer, aber an Aussatz erkrankt. Nun hatten die Aramäer bei einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Land Israel verschleppt. Es war in den Dienst der Frau Naamans gekommen als Sklavin. Und das Mädchen sagte zu seiner Herrin, ach, wäre mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria. Er würde seinen Aussatz heilen. Ein kleines Mädchen im großen Herrscherhaus gibt einen Hoffnungsschimmer. Naaman ging zu seinem Herrn und meldete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Der König von Aram antwortete, so geh doch hin, ich werde dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. So, und um ganz sicher zu gehen, dass er auch wirklich geheilt wird, bietet er richtig viel auf. Er nahm 10 Talente Silber, 6.000 Schekel Gold und 10 Festkleider mit und überbrachte dem König von Israel das Schreiben. Es hatte folgenden Inhalt. Wenn jetzt dieser Brief zu dir gelangt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du seinen Aussatz heilst. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief, bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von meinem Aussatz heile. Merkt doch und seht, dass er nur Streit mit mir sucht. Verweilen wir ganz kurz bei diesem Gefühl des Königs. Zum einen, es ist interessant für den König von Aram, ist völlig klar, für die Heilung ist der König auf der anderen Seite zuständig. Also eine Vorstellung, die ganz noch orientalisch ist, nämlich der König ist nicht nur König, sondern ist eigentlich auch in der direkten Verbindung mit Gott. Er ist also auch eine priesterliche Figur, deswegen kann er selbstverständlich auch heilen. Und er hat also die Aussage des kleinen Mädchens missverstanden, dass der König ihn heilen könne. Der König von Israel weiß aber, dass er nicht heilen kann, denn hier ist Israel schon anders strukturiert als Aram, nämlich der König weiß, dass er es nicht kann. Er fühlt sich dadurch völlig überfordert. Und das ist etwas Zweites, das kenne ich übrigens auch aus meiner Zeit als Schulleiter,
dass man ständig mit Erwartungen konfrontiert wird, die man gar nicht erfüllen kann. Und dann denkt man immer, die Leute haben, die wollen Streit mit mir. Das habe ich ganz oft erlebt, dass Menschen zu mir kommen und sagen, lösen Sie bitte dieses Problem, bitte machen Sie das. Und die Erwartung ist da, dass ich das kann. Ich kann es aber nicht. Und wenn ich dann meine Ohnmacht zeige und sage, ich kann Ihren Wunsch nicht erfüllen, ich kann aus Ihrem Kind nicht das machen, was Sie wollen. Ich will es nicht einmal. Ja? Oder ich kann diese Situation jetzt nicht auflösen. Da ist ein Konflikt zwischen Ihrem Sohn und einem anderen Sohn und den kriege ich auch nicht gelöst. Wie soll ich das denn machen? Wenn man so etwas sagt als Schulleiter, dann sind die Leute ganz enttäuscht und machen einen Vorwurf, dass man es nicht kann. Und dann kommen vielleicht sogar Schuldgefühle auf, Versagensgefühle und ähnliches. Und so ähnlich geht es dem König. Was will der? Um Gottes Willen! Der hat mich doch gerade jetzt militärisch besiegt. Der hat hier Mädchen und andere verschleppt, in den Sklavendienst gebracht. Jetzt kommt er zu mir hier mit so einem komischen Aufgebot mit Silber und Gold und so weiter und so fort. Das kann doch nicht sein. Der will mich vorführen. Ein Missverständnis. Also so beginnt diese Geschichte. Wofür können wir heute nachdenken und womit können wir beten? Ja, dass wir diese Situationen, also für alle Menschen, die in solche Situationen sind, dass sie mit Erwartungen konfrontiert werden, die einfach sie überfordern. Das ist übrigens ein großes Thema hier auch beim gesunden Flüchtlingsdienst. Wenn die Leute zu Pater Pfuff oder zu Frau Schneider kommen und sagen, retten Sie uns. Ich kann euch nicht retten. Also ich bin kein Zauberer. Diese Überforderungsgefühle aushalten und dann trotzdem nicht zurückweisen, ist eine der anstrengendsten Aufgaben. Also denken wir an all die Menschen, die so etwas erleben und auch an uns selbst, wenn wir so etwas erleben. Es darf sein, dass wir Dinge auch nicht können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.